Predigt für den 28. April 2024, Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 27. April 2024. Papst Franziskus hat Sedisvakantisten als Pilze in der Kirche bezeichnet. Diese Gruppe und weitere Kritiker aus dem traditionalistischen Umfeld würden seine Äußerungen bewusst falsch interpretieren, sagte das Kirchenoberhaupt in einem Gespräch mit der Leitung des spanischen Nachrichtenportals Religion Digital. Dessen Chefredakteur José Manuel Vidal teilte katholisch.de auf Anfrage am Donnerstag mit, bei dem Treffen am Vortag im Vatikan habe Franziskus diese Kritiker als traurige Menschen bezeichnet. Sie tragen Traurigkeit im Herzen, ich habe Mitleid mit ihnen, so die Worte des Papstes. Der Papst rief in dem halbstündigen Gespräch mit den spanischen Journalisten dazu auf, die kirchlichen Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils weiter zu verfolgen. Kämpft weiter, verliert nicht den Mut, sagte Franziskus. Das Zweite Vatikanum war ein Volltreffer für die Kirche und hat uns sehr gut getan. Es war notwendig und noch längst ist von seinen Beschlüssen nicht alles umgesetzt. So meldete das offizielle deutsche Portal der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils am 14. März 2024 und am 25. April 2024 legte dasselbe Portal nach mit dem Artikel »Die Lehre vom leeren Papststuhl – Die Welt des Sedisvakantismus«. Darin heißt es, wie ernst muss man sedisvakantistische Strömungen nehmen, auch wenn sie zahlenmäßig sehr klein und ihren Positionen bei vielen Katholiken höchstens ein müdes Lächeln hervorrufen, können ihre Thesen in Zeiten grassierender Verschwörungstheorien in der Gesellschaft, zumindest bei manchen Gläubigen, anschlussfähig sein, gerade auch in einer Phase, in der die Kirche heftig um ihren Kurs in die Zukunft ringt. Sedisvakantisten sind also Pilze, traurige Menschen, die höchstens ein müdes Lächeln hervorrufen. Nun, Christen werden bereits im Neuen Testament ganz ausdrücklich zur Apologie, zur Verteidigung des Glaubens aufgefordert. Glaubensverteidigung, Apologetik, Fundamentaltheologie gehört zur beständigen Aufgabe der Kirche und diese Verteidigung haben Katholiken auch in den vergangenen Jahrzehnten öffentlich und umfangreich bezüglich der Gruppe von Vatikan II geleistet. Die heutige katholische Kirche ist nur eine mikroskopisch winzige Splittergruppe in der gigantischen Masse der Sedisvakantisten. Sedisvakantismus ist nur die Aussage, dass es derzeit keinen Papst gibt. Dagegen Katholizismus umfasst alle Glaubenssätze der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist die Gemeinschaft derer, die geeint ist im wahren Glauben, in den wahren Sakramenten und unter den rechtmäßigen Hirten. Es gibt niemanden, der die V2-Gruppe ernsthaft für die katholische Kirche hält. Allerdings beschäftigt sich eben auch fast niemand ernsthaft mit der Lehre der katholischen Kirche und das ist die notwendige Voraussetzung für die Existenz der V2-Gruppe. Im genannten Anti-Sedisvakantismus-Text steht zudem, Sedisvakantisten beanspruchen zwar für sich, die wahren Katholiken zu sein, sind aus Sicht der Kirche jedoch im Schisma, da sie dem Papst den Gehorsam verweigern. Ihre theologische und kirchenrechtliche Argumentation wirft zudem eine ganze Reihe von Fragen auf. Zum Beispiel, wie können die Päpste nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil heretisch geworden sein, obwohl sie kein kirchliches Dogma geleugnet haben und auch gar nicht den Anspruch hatten, etwas zum Dogma zu erheben? So skurril die Auffassungen und Gruppierungen auch erscheinen. Manchmal scheinen sedisvakantistische Thesen selbst bei Gläubigen zu verfangen, die mit solchen Strömungen nichts zu tun haben wollen. Diesen Wirrwarr von blanken Lügen, die irreführend mit wahren Aussagen verknüpft werden, könnte und müsste jeder sofort durchschauen und entwirren. Aber praktisch jeder ist dafür zu träge, zu feige oder zu böse. Nochmals der Kernsatz dieses V2-Textes. Wie können die Päpste nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil heretisch geworden sein, obwohl sie kein kirchliches Dogma geleugnet haben und gar nicht den Anspruch hatten, etwas zum Dogma zu erheben? Also, der katholische Sedisvakantismus behauptet gar nicht, dass Päpste nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil heretisch geworden sind. Stattdessen beweist der katholische Sedisvakantismus, dass das sogenannte Vatikan II Häresien enthält.
Das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche wird dort ganz ausdrücklich und ganz unmissverständlich geleugnet. Gemäß V2 sind nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles. Diese Kernheresie ist im Leben der V2-Gruppe allgegenwärtig, sogenannte ökumenische Gottesdienste, interreligiöse Gebetstreffen und so weiter. Der Rotarier Jorge Bergoglio, Pseudonym Papst Franziskus, verhöhnt im 90-Sekunden-Video Interreligiöser Dialog die göttliche Offenbarung. Die heretischen V2-Aussagen sind die Statuten der V2-Gruppe. Jeder, der sich zu Vatikan II bekennt und sei es auch nur durch die bloße V2-Mitgliedschaft, ist also automatisch Heretiker und als solcher aus der Kirche ausgeschlossen. Die V2-Gruppe ist eine heretische Sekte, das heißt, sie besitzt nicht die Eigenschaften, die gemäß Dogma wesentlich für die Kirche sind: einig, heilig, katholisch und apostolisch. Also es ist schlichtweg absolut gelogen, dass die sichtbaren Oberhäupter der V2-Gruppe kein Dogma geleugnet haben. Nochmals, wer sich zu V2 bekennt, der ist ein Heretiker, denn er leugnet das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Er leugnet das Dogma von der Heiligkeit der Kirche. Er leugnet die Heiligkeit Gottes. Zur Ehrenrettung der V2-Gruppe ist aber zuzugeben, dass sie permanent radikal verlogen ist und dass sie sich permanent schwerster Widersprüche schuldig macht. So erklärte die deutsche V2-Gruppe einen rechtgläubigen Priester in einem Strafprozess unanfechtbar zum Heretiker. Für jeden einzelnen Fall, dass der Priester den katholischen Glauben bekennt, kann er zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Richtig ist doch hier: Heretiker sind keine Katholiken. Und welche Heresie genau wirft die V2-Gruppe dem Priester vor, um eine faktisch lebenslängliche Gefängnishaft zu begründen? Sie beschuldigt den Priester, dass er die V2-Lehren nicht glaubt. Auch das ist richtig, dass der Priester die V2-Lehren nicht glaubt. Aber eben, die V2-Gruppe hat auch in ihrem neuen Antisemitismus-Text wieder ausdrücklich erklärt, dass die sichtbaren V2-Oberhäupter gar nicht den Anspruch hatten, etwas zum Dogma zu erheben. Und ja, der von der V2-Gruppe als Heretiker verurteilte Priester hat sowohl ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein einziges konkretes Dogma genannt wird, welches er geleugnet haben soll, als auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es zahlreiche ausdrückliche V2-Erklärungen gibt, denen zufolge von Vatikan II eben kein einziges neues Dogma verkündet wurde. Also, es ist gemäß V2-Logik einerseits vollkommen unmöglich, das Nichtglauben von V2-Lehren als heretisch zu verurteilen, und es ist gemäß V2-Logik andererseits vollkommen unanfechtbar, das Nichtglauben von V2-Lehren als heretisch zu verurteilen. Das ist ein direkter Widerspruch, eine Contradictio in adjecto. Das ist völliger Irrsinn. Das ist absolute Menschenverachtung. Das ist Vatikan II. Zugegeben, der Priester hat diesen V2-Irrsinn in vielen Publikationen, in seinen Büchern und Videos oft thematisiert. Das weltliche Gericht, das mit Berufung auf das V2-Urteil die Verurteilung des Priesters als Heretiker unanfechtbar bestätigt hat, hat sicherheitshalber dem Priester jede Richtigstellung der V2-Lügen verboten. Somit soll auch verhindert werden, dass die Glaubwürdigkeit der Justiz hinterfragt wird. Aber der Priester hat die gerichtlichen Verbote seit Jahren massiv missachtet und die strafbewährten Vorschriften massiv gebrochen. Man muss sich entscheiden, bekennt man sich zum katholischen Glauben oder zu Vatikan II? Wenn man den Gerichten ausgeliefert wird, will man Christus bekennen oder verleugnen? Wählt man ewiges Heil oder ewige Verdammnis? Als Handreichung, als Zeichen des guten Willens hier abschließend noch einmal die Aufforderung, die Jorge Bergoglio bei seinen Ausführungen über die Sittisvagantisten gab: Kämpft weiter, verliert nicht den Mut. Amen.